Ich muss ja damit die depperten Christbaumschuhe 2 Kilometer am Stephansplatz haken. Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, was geht ab, Alter? Herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf Maxibilien. Alter, und heute ist ein unfassbar spannender Tag. Ja, ich habe das Shirt wieder ausgezogen, so wie ihr es vom Vlog auch gewohnt seid. Heute bereits abgeloadet den ganzen Schinken da vor der Vorstellung der Kollektion und gestern abgeloadet, heute abgeloadet auf Instagram und morgen ist dann der offizielle Drop. Ich bin schon unfassbar gespannt, was da abgehen wird. Ich hoffe, ihr seid alle am Start gewesen. Vermutlich seht ihr es erst im Nachhinein. Heute ist bei mir stressig as fuck. Wenn du kein ordentliches Grafikproduktfoto hast und deiner Jeans, dann legst halt einfach da so ein Leintuch hin, legst die Hose drauf, schneidest alles aus und hast ein fertiges Produktfoto. Ja, das habe ich gemacht. Ah ja, also da haben wir auch ordentlich was zusammenfuscht. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich bin gleich am Weg zu der... Das ist unfassbar stressig. Bis jetzt nur da gesessen, gearbeitet, an der Kollektion alles fertig gemacht. Die ganzen anderen Sachen, wie irgendwelche Strafen einzahlen, Telefonate führen, irgendwelche Geschichten rundherum mit Anwalt machen und so weiter. Das ist alles auf Hold gesetzt. Nur die Kollektion ist gerade im Fokus. Das heißt, ich lasse alles andere liegen. Muss jetzt aber direkt, ich habe heute auch eine Kooperationsanfrage gekriegt, das habe ich vorher auch noch fertig gemacht. Da könnte wieder Kohle reinkommen, das können wir gerade gut gebrauchen. Und da haben wir es uns gut gehen lassen. Da schaut es wieder aus wie im ärgsten Schweinestall. Da kommen wir auch nicht dazu, dass wir zusammenräumen. Die Wäsche hängt da jetzt seit 2 Wochen und ich habe noch nichts weggeräumt. Also es bleibt alles liegen und stehen. Trotzdem mache ich mich. Ich habe jetzt schon keinen Atem mehr. Soll das in der Trampolinhalle werden? Trotzdem mache ich mich jetzt am Weg in die Trampolinhalle. Schaut vorbei bei Jumping Warrior. Und wer beim Reingehen sagt, ihr kennt den Chef, ihr kennt das Spiel. Doppelte Zeit gratis oder meinen Namen einfach sagen. Dann mache ich mich am Weg, gehe eine Runde jumpen, dann direkt wieder nach Hause, duschen gehen und ab in den ersten Bezirk. Denn heute ist die Store-Öffnung von Philipp Plein. What the fuck? ich habe es eh schon im letzten Vlog gesagt, keine Ahnung, warum der mich dazu einlädt, aber ich bin dort. Ja, ich bin dort, hören wir das Ganze an und habe die Kamera mit. Das heißt, ich werde da ein bisschen Leute verarschen und vielleicht kriege ich sogar noch ein Exklusiv-Interview mit Philipp Plein. Ich hoffe, sie hauen mich nicht vorher raus und checken, was ich da eigentlich vorhabe. Aber selber schuld, warum laden die auch mich ein? Ich schimpfe seit 3 Jahren über Philipp Pleins Modemarke, aber ja, okay. Und dann geht's wieder nach Hause. Dann wird weitergearbeitet an der Kollektion. Jetzt umziehen, fertig machen und let's go. Lieblingshoodie ist on. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsdinger. Ich liebe den Zipverschluss so sehr. Der geht so easy auf und so mit einer Hand. Und da geht's schon los. Ich werde heute mal nicht aufwärmen, weil das hat mich letztens komplett zervögelt. Ja. Oh, wir gehen mal jumpen, bist dabei. Perfekt. Zervögelt. Ich hätte ein 40-jähriger alter Mann. Das ist natürlich wieder die Frage, wo mein Auto steht. Ja, logischerweise suche ich wieder wie ein Volltrottel. Gerade aktuell fahre ich so wenig mit dem Auto, wenn ich einmal die Woche fahre, ist viel. Warum steht da neben sein Auto? Ich höre gar nichts. Scheiße, ich stehe sicher urweit oben. Ja, Schatzi! Du stehst wieder perfekt. Ich hätte dich fast nicht gefunden schon wieder. Fescher pur. Stehst du so weit herunten? Du bist echt arm. Du stehst eine Woche alleine und keiner ist da. Schatz, jetzt tut mir wirklich leid. Wir fahren heute auch noch in den ersten Bezirk rein, ja? Oder will ich was saufen? Ja, schau mal. Finally made it. Ich habe jetzt gerade noch YouTube-Kommentare zur Kollektion gelesen und Wahnsinn, was ich da für ein tolles Feedback bekommen habe. Also krass. Ich komme gerade aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, weil ich mit extrem viel Hate gerechnet habe, nachdem ich so lange weg war. Aber man sieht anscheinend, wie viel Arbeit da drin steckt und man sieht auch meine Begeisterung, dass jetzt endlich geschafft. Aber jetzt ab in die Halle, ein bisschen abreagieren, Gas geben, Energielevel ist auf alle Fälle da. Let's go. Ja. Heute ist warm genug. Heute ist warm genug. Hat euch extra die lange Hosen mit. Der Jimmy jetzt für heute? Ja, immer. Hey, wie geht's? Willkommen zu Jumpin' Warrior. Ah, sehr. Freut uns, dass du hier bist. Ja, freut mich. Ich kenne den Chef. Ja, dann kriegst du doppelte Sprungzeit. Also Dankeschön. bis 20 Uhr kannst du dich austoben. Perfekt, also super. Hau rein, jawohl. Spring rein, gib Gas. Zeig uns, was du kannst. Na klar. So, Freunde, wie immer, zuerst wird ein bisschen hier auf. Nein, ich wärme heute nicht auf. Ich spring gleich direkt. Los, geh mal, Axel, sag was du kannst. Sag hier mal. Sag mal, was du kannst. So, Freunde, jetzt werden wir mal eine kleine Kombo versuchen. Mal schauen, wie das ausgeht.
Okay, das war's für heute. Ich will es nicht übertreiben. Heute ging richtig gut. Ich habe die Lunge komplett unter Kontrolle gehabt. Man sieht, ich habe geschwitzt im Vergleich zu den letzten zwei Mal viel mehr. Also das war schon mal ein richtig guter Anfang. Sehr ausflüssig. Aber nur Maximilian. Ich bin komplett am Arsch. Aber genau im richtigen Level. Also top. Es geht voran. Nach dem letzten Mal habe ich mir gedacht, ich bin am Arsch. Ich kann zum Lungenarzt. Aber jetzt merke ich, es geht voran. Freunde. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal am Mittwoch um 18 Uhr. Dann zeige ich euch ein paar Tricks. Tschüss, danke, super was. Schönen Abend. Jetzt bin ich schon am Arsch. Schatzi, bin schon wieder da. Fahren wir wieder weiter, oder? Alter, ich freue mich. Ich bin jetzt erleichtert. Sind sogar ein bisschen schwierigere Sprünge wie Tsukuhara gegangen. Also, es läuft, es geht voran. Jetzt ganz schnell nach Hause. Duschen, umziehen und sofort zu Philipp Plan. So, umgezogen bin ich. Ich habe das neue MEM-Hemd an. Ich muss mich jetzt beeilen. Der Markus wartet vermutlich schon dort. Ich habe auch, ja, eigentlich hätte ich nicht machen dürfen, aber vom Shopping-Stream schnell noch ein Paket ausgepackt. Ich habe jetzt dieses Magella-Band schon oben. Diesen Armreif, den finde ich sehr, sehr cool. Kommt in der Kombi ganz nice. Wie gesagt, das neue Hemd und mal wieder die Comme des Garçons. Ja, das ist die Art und Weise, wie ich jetzt mein Outfit herzeige, weil ich einfach so im Stress bin. Zwischen Tür und Angel geht es nicht anders. Ich fahre jetzt ans Hin und ich freue mich schon. Ich habe so viele gute Ideen, die ich mache. Ich versuche nur gerade mit einer Hand irgendwie zu lenken, weil ich habe auf die Schnelle noch den Nagel machen müssen. Also Stress, 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 Freunde. Aber ich freue mich schon. Sind halt for real selber schuld, wenn die mich einladen. Die hätten sich bitte mit meiner Materie beschäftigen sollen. Markus haben wir auch schon gefunden, dass der in dem vorigen Auto. Ich fahre gerade in die Parkgarage rein am Schwedenplatz. Geht irgendein Biff-Geneser an mir vorbei und sagt, man muss AMG fahren. Das ist doch nix. Ich schaue ihn an und sage, na und Sie gehen zu Fuß, ne? Alter, wirklich. Der hatscht da herum mit seiner alten 60 Jahre alt, schaut aus wie der ärgste Sandler und sagt, AMG muss man fahren. Vielleicht fährt er eher ein AMG, aber da ist er zu Fuß gehatscht, der Trottel. Bist deppert, der Leid gibt. So, jetzt haben wir uns da noch eine Viertelstunde deppert gespielt in den Parkgarage suchen. So was geht mir komplett auf die Eier. Fahrt in die Parkgarage, sagt er zu mir, na, sie sind zu tief, sie sind zu tief, sie kommen da nicht rein, da finden die Fetzen davon. Der ist nicht tief verklebt, der ist normal so. Ja, ja, der ist zu tief. Na, Leihund, Alter, das habe ich gebraucht. So, jetzt kommen wir später auch noch. Jetzt haben wir noch genau eine Stunde, um ein Bombenvideo zu zaubern. Muss ich damit die depperten Christbaumschuhe 2 Kilometer am Stephansplatz haschen? Na, Leihund, Alter, das habe ich gebraucht. Wie ist er nicht? So ist er, sehe was. Na, wie haben wir es? Gut, ja. Gut, dann selber. Ja, alles Arsch. Alles Arsch. Ha? Da der Pappenschloss ein bisschen was ruiniert da drin, oder? Markus, haben Sie die Weisheitszähne gerissen? Das ist ein noch depper als vorher. So, wie weit sind wir runtergefahren? Da können wir zu Fuß gehen, oder? Ja. Ist ja wurscht. Das ist an einem Kram gestanden, oder? Nein, halt nicht mehr. Ah, okay. Erst alles versteht da. Einmal durch, dann kann man alles verstehen. Gell? Folgender Ablauf für dich jetzt. Jawohl. Wir gehen jetzt rein. Dort sind die ganzen Gäste geladen. Das ist die Heidi Seite, würde die Oma sagen. Ja, keine Ahnung, was da für Leute. Das sind halt Gäste von Philipp Plein. Irgendwelche Leute. Influencer und so weiter. Wurscht. Und zwar, wir gehen rein. Die erste halbe Stunde machst du nur Aufnahmen von den Szenarien. Du filmst Leute, wie sie miteinander interagieren. Schaust, ob es ein paar lustige Sachen gibt. Wir verarschen die Leute so ein bisschen. Das heißt, wir brauchen Content von Leuten, die so auf extra deppert machen. Okay, okay. Oder sich anschütten. Wenn du den Philipp Plein siehst, dann haltest du komplett auf den drauf. Okay, passt. Währenddessen, die erste halbe Stunde, während du das machst, solche Aufnahmen machst, die wir dann reinspielen können, saufe ich mich mit Champagner an. Schau schon mal, welche Leute ich nachher interview. Okay, okay. Der Kiefer, gell? Ja, kann nicht mal wach. Deep Float geht aktuell nicht. Nein, das ist ja noch nie gegangen. Okay, passt. In der nächsten halben Stunde machen wir dann die Interviews. Ich hoffe, dass uns nicht schon relativ früh raushauen. Ich will mir einen für einen Schluss aufsparen. Kann man auch schon über Fragen überlegen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass ich die Fragen alle unterbringe. Mal sehen, vielleicht hauen sie uns eh früh raus, dass wir arschen. Aber das ist der Plan. Dann machen wir einen kleinen Beitrag und das war's. Selber schuld, wenn es mich einladen. Okay, passt, passt. Okay, let's go. Mach das selber. Du hast noch das Plastik auf dem Zipfel. Ich weiß es noch nicht, meins, gebe ich wieder zurück. Sehr brav, machst du das. Bist schon fertig eigentlich. Okay. Reinstecken. Jetzt haben wir die Peinlichkeit mit dem zerschollenen Glas gar nicht mehr aufnehmen können. Nein, wie war eigentlich der Handshake mit Philipp Plein? Wollt ihr da zuerst die Ghetto rausgeben? Wie war der Handshake? Das war unfassbar unangenehm. Ich habe mich extra noch weggedreht. Er so, Herr Philipp, 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 geht hin und er ist gerade im Gehen und bleibt aber noch stehen. Er will ihm die Hand geben. Er macht aber Ghetto-Faust, dann macht er die Ghetto-Faust, dann macht er wieder die Hand und dann haben sie sich irgendwie cringe, nur so halb die Hand. Ich habe mich so weggedreht, ich habe es nicht gepackt. Aber ja, Freunde, das waren noch die Behind-the-Scenes vom Philipp Lein-Dreh. Ich glaube, ihr habt das Video schon alle gesehen. Wenn ja, ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Am Samstag gibt es den nächsten Vlog. Es gibt jetzt wieder 2 Vlogs die Woche. Vlog an Vlog. Jetzt sind wir wieder am Start. Vielleicht gibt es irgendwann sogar 3 Vlogs. Wer weiß, vielleicht übermannt's mich und ich glaube, ich muss noch mehr machen. Wir kommen wieder rein, Freunde. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn so war, lasst auf jeden Fall ein Like, abonniert diesen Kanal. Seid ihr beim Billionaires Club und wir sehen uns in 2 Stunden im Stream wieder. Heute, 20 Uhr, natürlich. Das war's von mir. Der Papenschloss hat ein bisschen was ruiniert da drin.